Lanz und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Und es ist das 100. Mal, dass ich das sage. Wir machen heute die 100. Ausgabe unseres Podcasts. Es kommt einem spooky vor. Also ich freue mich darüber, ich finde es schön. Ich freue mich auch darüber, aber es kommt mir nicht wie 100 vor. Also, dass wir wirklich über 100 verschiedene Themen miteinander geredet haben in 2 Jahren, ist schon unvorstellbar. Und ich muss ehrlich sagen, einfach ganz, wie soll man sagen, demütig jetzt an dem Punkt. Das war aus dem Stand sehr erfolgreich und ich habe mich sehr darüber gefreut und mehr noch freue ich mich aber darüber, dass diese Gespräche, der Austausch mit dir, der hat mich in meiner anderen Arbeit noch einmal enorm weitergebracht. Also das ist wirklich so. Also ich glaube, es gibt keinen Freund, den ich habe, mit dem ich sonst irgendwo zusammenkomme, um Bier zu trinken, mit dem ich mich in einer solchen Ausführlichkeit und in einer solchen Frequenz ja nicht nur über das Weltgeschehen unterhalte, sondern natürlich indirekt auch immer über die eigene Befindlichkeit. Mhm. Ja, also wir erörtern ja nicht nur Sachthemen, sondern das, was uns gerade wichtig ist, hängt natürlich auch immer mit, wie man sich gerade fühlt, klar, was einen gerade gefangen nimmt und so weiter. Und das ist schon sehr merkwürdig, dass man ja irgendwie beruflich so einen intensiven Austausch miteinander hat. Genau. Und schön ist zu sehen, und das ist ja das, was es dann am Ende auch ausmacht, das geht für mich lange schon weit über den Beruf hinaus. Ja, das fühlt sich ja nicht wie Beruf an, Gott sei Dank. Ja, und fühlt sich auch nicht wie Arbeit an. Richtig. Na, ich glaube, dann würden wir sofort damit aufhören, wenn es sich wie Arbeit anfühlen würde. Genau. Aber es bereichert tatsächlich mein Leben. Ja, und meins auch. Ja, das freut mich. Das meine ich ganz ehrlich und ganz aufrichtig. Und ich danke dafür an dem Punkt. Und ich gebe den Dank gern zurück. Ich habe mir überlegt, Richard, es ist ein Sommer, der an vielen Punkten dazu anregt, mal ein bisschen nachzudenken. Und es gab so Entwicklungen in diesem ersten halben Jahr, von denen ich geahnt habe, dass sie auf Deutschland zukommen würden. Wir beide haben uns häufiger darüber unterhalten. 2016 war für mich so ein Moment, als wir damals die erste Amerika-Reportage gemacht haben, Amerika ungeschminkt. Das war wie ein Erweckungserlebnis, aber der negativen Art, wirklich einen Schlag ins Gesicht. Weil plötzlich die Utopie, und darüber wollte ich heute gerne mal mit dir sprechen, im Raum stand, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden könnte. Und es war egal, wie diese Wahl ausgehen würde, klar, da verschieben sich gerade Dinge. Und es ist ein Lebensgefühl in mein Leben und ich glaube auch in das Leben vieler anderer gekommen, von dem ich sagen würde, das verschiebt sich auch immer mehr in Richtung Deutschland. Dieses Gefühl, das man vorher irgendwie nicht hatte. In meiner Kindheit, in meiner Jugend war immer die Idee, es geht irgendwie nach vorne. Wir machen weiter. Wir haben eine Idee und vielleicht ist es manchmal eine spinnerte Idee, aber wir werden irgendwie die Welt erobern. Und heute ist das Gefühl, und das betrübt mich richtig, dagegen. Mhm. Anti. Mhm. Wir wollen nichts mehr. Wir sind von Beruf nur noch dagegen. Mhm. Geht dir das auch so? Ja, wir können keinen leiden. Wir sind über alles gereizt. Wir sind überall dagegen. Das ist ja eigentlich die Stimmung. Genau. Aber irgendwann von diesem kann man gereizt sagen, sein. Ne? Ja, es ist so dieses Gefühl, geh mir weg. Ja, alles nervt. Jeder nervt. Ja, genau. Jetzt kann man ja sagen, guck mal, wenn man sich die welthistorische Situation anguckt, in der wir uns befinden, dann ist die gar nicht so, wie wir das gerade beschrieben haben, so klein, gereizt und nicht, sondern die eigentliche Situation, in der wir uns befinden, sind 3 große, gigantische Revolutionen ereignen sich gleichzeitig, was es noch nie in der Geschichte der Menschheit gab, und global, was es auch noch nie gab. Das heißt also, wir haben den Anfang der multipolaren Weltordnung durch den Aufstieg Asiens. Also das lange, stabile Gefüge der USA als Hegemonialmacht der Welt, das wird in den nächsten Jahrzehnten verloren gehen. Und davon merken wir jetzt schon ganz, ganz viel, dass das so ist. Das Zweite, was sich verändert durch die digitale Revolution, wird sich nicht nur unsere Art zu wirtschaften verändern mit all den Auswirkungen, Arbeitsmarkt, wo wir drüber gesprochen haben, sondern es wird wieder um die ganze Gesellschaft gewürfelt. Als die erste industrielle Revolution, das erste Maschinenzeitalter begann, als Agrargesellschaften sich in Industriegesellschaften verwandelt hat, das war der Beginn des bürgerlichen Zeitalters, war das Ende der Herrschaft von Adel und Kirche, riesige Veränderung, neues Betriebssystem von Gesellschaft, bürgerliche Lohnarbeits- und Leistungsgesellschaft. Jetzt kommt das zweite Maschinenzeitalter und wir haben gar keine Ahnung, was kommt denn jetzt für eine Gesellschaft? Was ist denn das? Eine KI-Gesellschaft, wie muss man sich das vorstellen? Genau.
Wie wird die Welt im Zeitalter selbstlernender Maschinen überhaupt sein? Wir haben keine Vorstellung. Wir haben viele Ängste, die sich damit verbinden. Einige haben Geschäftshoffnungen. Aber alles in allem mulmiges Gefühl. Ja, verändert sich ganz viel. Und der Unterschied zur ersten industriellen Revolution war, damals konnte man sagen, die Adelsgesellschaft war ja auch für 90% der Menschen, die in ihr lebten, ziemlich übel. So. Na, also man hatte viel zu gewinnen. Heute hat man eher das Gefühl, wenn sie jetzt um die ganze Gesellschaft gepokert und gewürfelt wird und sich ganz, ganz viel verändert, wir haben so unglaublich viel zu verlieren. Das ist genau das Thema. Eine ganz andere Ausgangshaltung. Und das war 2016 in Amerika auch das Thema. Und das erwischt uns jetzt auch. Genau das. Ja, und das Dritte ist dann noch die Nachhaltigkeitsrevolution. Mhm. Ja, also die ersten beiden Fragen werden ziemlich unwichtig sein, wenn wir es nicht schaffen, die katastrophale Situation, in die wir die Menschheit, nicht den Planeten, aber die Menschheit auf dem Planeten gebracht haben. Ja, also nicht nur der Klimawandel, auch die Ressourcenverschwendung, die wir da betreiben. Die Meere, die kippen und alles, was dazugehört. Das heißt, wir sind also kurz davor, ja, diesen Planeten zu verlassen. Es ist kein wirklich unwahrscheinliches Szenario zu sagen, in 150 Jahren kann auf der Erde können Menschen nicht mehr unter normalen Bedingungen leben. Das ist durchaus denkbar. Also wir könnten tatsächlich die letzte oder vorletzte Generation sein. Und wenn man das drei zusammenbringt, ist also richtig. Die Apokalypse, ja. Ja, die ökologische Apokalypse sozusagen als das Damoklesschwert, dann diese enorme Karnevalisierung unserer Gesellschaft und jetzt Karnevalisierung nicht nur im positiven Sinn, also ich meine Ummaskierung, Umdrapierung von allem, die stattfindet durch das zweite Maschinenzeitalter und dann auch noch die geopolitischen Auseinandersetzungen im Zuge eines gigantischen Umflügens des Machtgefüges in der Welt. Wundert man sich dann darüber, dass so viele Leute sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen und sagen, ihr geht mir alle nur noch auf den Sack. Ja, ist das vielleicht nicht eine ganz normale Reaktion? Doch, ja. Das glaube ich auch. Vor allen Dingen, ich habe mich vor einiger Zeit mit Jürgen Schmidhuber beschäftigt, den du auch kennst. Ja. Ja? KI-Pionier der ersten Stunde der München TU. Und er sprach vom mirakulösen Jahr 1990/91, wo die wirklich angefangen haben, so richtige Grundlagenforschung zu machen. Und die Tatsache, dass dein Telefon heute reagiert, wenn du mit ihm sprichst, geht unter anderem auf die Arbeit von Jürgen Schmidhuber und seinen Studenten zurück und noch einigen anderen. Und er hat das Ding nochmal, in den Schmidhubers Thema ist ja der ganz große Horizont. Ja. Und er sagte, pass auf, unsere Erde 14,5 bis 15 Milliarden Jahre alt, richtig alt. So. Aber so richtig die Post abgegangen ist sozusagen auf den allerletzten Metern, über die wir jetzt gerade sprechen. Ja. Das heißt, sozusagen der Unterschied zwischen dem Typen, der das erste Mal auf die Idee kam, irgendeinen Pflug hinter einen Ochsen zu spannen, ja. Und dem Typen, der jetzt darüber nachdenkt, maximal viele Transistoren auf einen winzigen kleinen Computerchip draufzupacken. 10.000 Jahre. Das ist nichts. Ja, das ist nichts. Gar nichts. Und dann muss man noch sagen, also die neolithische Revolution, also Ackerbau nichts, und Viehzucht. Genau, kam der Stress in die Bude. Kam der Stress in die Bude, die ungesunde Ernährung. Deswegen ja alle Paleo-Diäten machen. Ja. Und sagen, seitdem ernähren wir uns falsch. Also seitdem geht es eigentlich bergab. Ja, ist wirklich so, ne? Und gleichzeitig geht es natürlich kulturgeschichtlich bergauf. Und dann muss man mal sehen, von Ackerbau und Viehzucht angefangen, bis zur ersten industriellen Revolution vergehen jetzt erstmal 10.000 Jahre, in denen die Lebensqualität eines Durchschnittsmenschen sich nicht verbessert. So. Das heißt, auch ein Bauer im alten Rom hat ähnlich gelebt wie ein Bauer in Westfalen im 18. Jahrhundert. Richtig. Ja, die gleiche Lebenserwartung, keine vernünftige Medizin, keine Rente und so. Genau. Gar nichts. Und die ganze Entwicklung, über die wir jetzt reden, das sind 200 Jahre. Ja, genau das. Ja. Genau, darauf weist er auch hin. Und du kennst das ja von Sussman, ne? Der Anthropologe, der immer sagt, den steinzeitlichen Jäger, den musste man sich eigentlich als einen relativ entspannten Menschen vorstellen. Ja. Das ist so seine Theorie, der geht halt raus, wenn er was zum Essen braucht, zur Jagd oder Beeren sammeln, was auch immer. Ja. Der Stress kam in die Bude, als wir angefangen haben, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Die Kriege kamen da. Also einer der faszinierendsten Gesprächspartner, die ich je gehabt habe, ist ein Schweizer Anthropologe, Jürg Helpling. Mhm. Der hat so ein dickes Buch geschrieben, Tribale Kriege. Stammeskriege. Mhm. Und damit beschäftigt er sich und sagt, seit wann gibt es Kriege, wieso gibt es Kriege, wodurch entstehen Kriege? Und er sagt, dass indigene Völker früher keine Kriege geführt haben.
Das heißt, sie haben, es gab Vergewaltigung, natürlich gab es Morde. Ja, natürlich hat man den anderen mal hier was überfallen und da was weggenommen. Aber Krieg im Sinne von geplant, organisiert, von langer Hand vorbereitet und so weiter, hat es nicht gegeben, weil der Preis des Krieges immer höher ist, als sich aus dem Weg zu gehen. Das heißt, die klassischen Nomadenvölker wussten genau, du hast durch den Krieg immer mehr zu verlieren, als du zu gewinnen hast. Mit der Sesshaftigkeit konntest du nicht mehr ausweichen. Richtig. Ja, wenn du da 10 Jahre deinen Acker beackert hast und jetzt die Früchte deines Erfolgs und das Erste, was passiert ist, jemand anders nimmt dir das weg, dann gehst du nicht einfach weg, sondern du verteidigst deine Scholle. Also mit der Sesshaftigkeit kommt auch der Krieg in die Welt. Das ist interessant, ne? Ich meine, da hast du ja auch die Antwort auf die Frage, warum die Ukrainer sich gerade so wehren gegen diesen Putin. Ja, ausweichen geht ja nur nicht. Das meine ich. Na, genau. Das ist ja, du kannst nicht ausweichen. Nein, du kannst nicht ausweichen. Sondern du musst dich dem stellen und es ist, und da geht es genau darum, ne? Du bist im Grunde genommen, du bist aber an der Grenze zweier Machtblöcke. Mhm. Das ist ja das. Ich meine, die Ukraine hatte das tragische Pech sozusagen an der Naht, an der Schnittstelle. Ja, so plattentektonisch ist das der Punkt, wo die beiden Platten aufeinander knallen, die asiatische auf die europäische und die Vulkane ausbrechen. Ja, also es gibt die westliche Machthemisphäre und es gibt die russische Machthemisphäre und hier geht es sozusagen aus Sicht beider Länder, ja, hier geht es keinen Schritt mehr nach Dings und das endet im Stellungskrieg. Mhm. Nordeuropäische Tiefebene. Ne? Ja, ja. Das, genau. Aber wenn wir über Utopien reden, würden wir natürlich gerne über eine Welt reden, wo wir sagen, schaffen wir das im 21. Jahrhundert, die Kriege loszuwerden. Ja, das ist das Ding, das Lebensgefühl für mich und offenkundig auch für dich und ich glaube für viele, viele da draußen im Moment ist nämlich genau das, jetzt stehen wir hier in diesem Sommer und freuen uns auch, dass endlich mal wieder Sommer ist und so weiter. Und eigentlich sollte doch alles leicht und schön sein. Aber nichts ist leicht und schön. Und dann kriegst du mit, wie wir eigentlich alle nur noch die ganze Zeit, und das passiert eben auch politisch, erklären, was alles nicht geht. Und wir haben uns ja schon einige Male über die AfD unterhalten. Ja. Das ist das eine. Aber was ich wirklich viel deprimierender finde, als ständig über dieses Stöckchen der AfD zu springen, ist für mich, dass die anderen offenkundig auch nicht mehr willens sind, etwas zu gestalten, eine Utopie zu entwerfen. Sondern kommt die CDU, die FDP und sagt, ist völlig richtig, muss man aufpassen, den Verbrenner müssen wir wirklich. Statt wirklich hinzugehen und zu sagen, lass uns doch jetzt mal gemeinsam überlegen, wo ist die große Utopie? Da ist die Luft raus. Da ist die Luft raus. Ich meine, wer etwas verändern will, ja, was gestalten will, der sucht sich Ziele. So. Ja, und wer etwas verhindern will, der sucht Gründe. Genau. Und wir erleben eine Diktatur der Gründe über die Ziele. Mhm. Ja? Das heißt also, wenn irgendjemand mit irgendeiner abweichenden Idee und sagen, können wir nicht mal in diese Richtung denken oder sollte man das anders machen, dann kommen die Bedenkenträger mit schweren Panzern angerollt und malmen den nieder. Ja. Ehrlich gesagt, auch in den Medien, jeder freut sich, da ist einer einen kleinen Schritt von dem Weg seiner Partei oder sowas abgegangen, ne? Das muss jetzt sofort angeprangert werden und so weiter. Und dann gibt es die Bedenkenträger einer eigenen Partei, die ihn doch wieder zurückfallen. Richtig. Aber ich habe das schon oft zitiert, ne? Aber ich finde, das drückt die Situation eigentlich am besten aus. Ne? Das ist dieses Zitat von Sergio Leone, ne? Dem großen Italo-Western-Regisseur. Genau. Ne? Der Regisseur von Spiel mir das Lied vom Tod, der mal gefragt wurde, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Italo-Western und einem amerikanischen Western? Der sagt, wenn bei John Ford, ja, großer amerikanischer Western-Regisseur, jemand aus dem Fenster guckt, dann hat er den Blick in eine strahlende Zukunft. Und wenn bei mir einer aus dem Fenster guckt, dann weiß jeder, der wird jetzt erschossen. Und so geht es mit Utopien. Ja. Ja, wer heute die Fensterläden auflegt und einen Blick in eine strahlende Zukunft zeigt, der wird erschossen. Ja, und weißt du, was das Bittere daran ist? Alle wissen das. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass in der CDU oder auch in der FDP oder auch in allen anderen Parteien, da sind doch gute Leute. Es wäre so billig und so einfach zu sagen, die haben alle keinen Plan und die wollen alle nichts. Also die wollen nur Wahlen gewinnen. Also sie sind nicht schlechter als die Leute, die an ihnen rumnörgeln. Das meine ich. Drücken wir es doch einfach mal so aus. Genau. Es kann ja nicht sein, dass die größten Pfeifen der Republik alle in der Politik sind. Alle und alle in der CDU sind. Und alle, die sie kritisieren, sind Genies. Genau so ist es. Sondern da sind gute Leute und die sind überall, das sind nicht nur gute Leute. Nein. Im Grunde sind sie genauso wie der Rest der Gesellschaft. Das würde ich genauso sagen. Sie sind ein gutes Spiegelbild oder gute Repräsentanten der Gesellschaft. Genau, was ja die Frage aufwirft und medial übrigens das Gleiche. Ja? Also wenn sozusagen jemand, das konntest du an Robert Habeck jetzt irgendwie sehr gut sehen, ne, in den vergangenen Monaten, alle sind der Meinung, es muss etwas geschehen. Ja.
Aber wenn dann etwas geschieht, dann ist es immer das Falsche. Dann gnade dir Gott. Natürlich. Dann zieh dich warm an. Genau. Und dieselben Leute, die vorher sozusagen noch beklatscht haben, dass dieser Mann erkennbar sich traut, in den Wind zu stellen und auch mal eine möglicherweise eine Wärmewende wirklich anzufassen, sind dieselben Leute, die sagen, okay, aber bitte doch nicht so. So geht das nicht. Das heißt, wir alle haben irgendwie ein Problem, sozusagen konstruktiv nach vorne zu gucken, sondern schauen die ganze Zeit nur destruktiv auf das, was nicht geht. Ja. Und ich denke so oft an Alexander Gauland, der mir mal in der Sendung sagte, Ressentiment ist kein Programm. Mhm. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Nee, würde ich auch sagen. Ist das wirkungsvollste Programm im Augenblick in der Politik. Geht nicht. Ja. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja. Ja, also wer gegen etwas ist, macht sich nicht angreifbar. Ist der Punkt. Wer aber für etwas ist, da, ich meine, wir sind eine überalterte Gesellschaft. Ja, und wenn man diesen Theorien glauben kann, dass Europa zum Sterben verurteilt ist, ja, weil es zu alt ist, weil es zu träge ist und so weiter. Ich will das jetzt nicht eins zu eins so übernehmen, aber wenn wir dieses Bild mal bedienen, dann dürfen wir uns nicht wundern. Ja, dass wir eine Republik der Nörgler, der Verhinderer und so weiter geworden. Du meinst, das ist die alte Sackwerdung, die da gerade schon zu besichtigen ist? Ja, es stimmt wahrscheinlich deswegen nicht, weil große Teile der Jugend sind zum Teil konservativer als die über 60-Jährigen. Es ist ja, glaube ich, keine reine Altersfrage. Das ist, glaube ich, auch. Ja, aber man kann, das ist vielleicht nicht rein demografisch, aber es ist eine satte Gesellschaft, die zu Recht viel zu verlieren hat und die wie alle, die viel zu verlieren hat, das Hauptaugenmerk auf Besitzstandswahrung und nicht auf Veränderung legt. Und die Angst eigentlich vor Veränderung hat. Unsere Gesellschaft hat Angst vor Veränderung, weil sie viel zu verlieren hat. Und da entsteht relativ wenig politische Dynamik. Und ich meine, die Dinge, also Heizungsgesetz und was, das ist ja nicht die Riesenrevolution und was weiß ich. Alle Experten sind sich einig, es ist viel, viel zu wenig. Und nicht mal dieses viel zu wenig lässt sich realisieren. Also das ist schon eine implizite Utopiefeindlichkeit. Ja, ich habe mir neulich mal die Zahlen angeguckt. Weißt du, wann die skandinavischen Länder angefangen haben, wirklich systematisch auf Wärmepumpen zu steigen? Ja, in Dänemark vor 10 Jahren. Pass auf, noch früher, als Angela Merkel ins Amt kam. 2005 ging es so richtig los. Und seitdem immer weiter skaliert. Und wenn du dir sozusagen die guten Geschichten mal anschaust, wir sind doch eigentlich eine Gesellschaft mit unglaublichen Chancen. Ich habe neulich eine total beeindruckende Zahl gelesen. Das Durchschnittsmädchen, das heute auf die Welt kommt in Deutschland, wird 84 Jahre alt. Und nicht nur das, wir gewinnen jede Woche ein Wochenende Lebenserwartung dazu. Überleg mal, wann war das mal so in der Geschichte der Menschheit? Gab mal größere Sprünge, definitiv. Ja, aber noch nie wie heute. Also die Versprechen der Zaubermedizin der Zukunft sind enorm. So. Ja. Und selbst wenn vieles am Ende Ankündigung bleibt, es sind große medizinische Fortschritte zu erwarten. Alles andere würde mich sehr überraschen, wenn das nicht so wäre. Das heißt also rein quantitativ kriegen wir da ja schon mal eine ganze Menge hin. Messbar. Die Frage wird nur sein, wie qualitativ schön wird das Leben eines Mädchens sein, das jetzt geboren wird? Wie wird die Welt in 50, 70 oder 80 Jahren aussehen? So, und jetzt kann man, die gute Nachricht ist, es liegt ja in unserer Hand. Also die Zukunft wird ja gemacht. Das meine ich. Ist ja nicht vorherbestimmt. Wir können sie gestalten. Ja, aber gestalten. Politik ist heute sehr, sehr weitgehend Verwaltung, weil die Gestaltungsspielräume so klein sind. Genau. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Man könnte ja schon im Kleinen damit anfangen. Also, wenn man jetzt irgendein Großprojekt oder sowas plant, dann weiß man, in Deutschland gibt es 3 Verfahrenswege, also 3 Stufen. Ja, und man kann also Sachen über 10 Jahre blockieren, bis sie irgendwann realisiert werden. Warum verkürzen wir das nicht endlich mal? Also, ein großes Strukturprojekt steht an. Alle Bevölkerung mit reinholen, die sich daran beteiligen wollen, aber dann nur noch einen Revisionsweg. Und nicht, dass man da noch geht und hier noch und Verwaltungsgericht und so weiter. Also dieses Ausbremsen auf dem juristischen Wege, das ist auch ein ganz anderes Beispiel. Ich habe mich ja mal damit beschäftigt, wie man die Schulen zukunftstauglicher machen kann. Und ich habe in dem Zusammenhang schon lange her die Grundschullehrerin meines Sohnes, da siehst du, wie lange das her ist, der ist jetzt 20, gefragt, warum der Biologieunterricht Thema Blätter, ja, warum der auf Arbeitsblättern stattfindet und nicht mit realen Blättern im Wald. Und da sagte sie zu mir, ja, das geht nicht. Das geht nicht, weil dann brauche ich eine juristische Aufsichtsperson. Ja, also wenn nicht auch jemand da ist, der die Kinder, es könnte ja ein Ast auf den Kopf fallen und ich bin alleine mit 25 Kindern im Wald, ja, das sieht der Gesetzgeber so nicht vor.
Und ich dachte, wenn schon auf so einer Mikroebene überhaupt keine Handlungsspielräume, mal irgendetwas anders zu werden. Das ist natürlich jetzt ein ganz kleines Beispiel. Ist schon klar. Aber das zieht sich natürlich bis in die ganz großen Dinge rein. Ich habe ein großes Beispiel für dich, Richard. Wenn du, oder anders gefragt, brauchen wir sozusagen dieses Schockerlebnis, das uns dann aufrüttelt, frage ich mich manchmal. So ähnlich, wie es zum Beispiel für die Amerikaner war, als plötzlich Sputnik im Weltraum war. Der Sputnik-Schock. Ja. Ja. Der berühmte Sputnik-Schock. Ja. Was dann dazu geführt hat, dass Kennedy sagte, okay, zum Ende des Jahrzehnts sind wir auf dem Mond. Ja. Und alle haben gelacht, also wahrscheinlich viele Bedenken auch hierzulande. Und am Ende hat es funktioniert. Am Ende standen Menschen auf dem Mond. Mhm. Aber wie kann das sein, dass wesentliche Grundlagenforschung zum Thema KI, du hast Schmidhuber gerade erwähnt, im deutschsprachigen Raum geleistet wurde? Ja, und da so wenig Geschäftsmodelle raus entstanden sind. Mhm. Ja, warum gibt es nur zwei Länder in der Welt, die im Grunde genommen von ganz kleinen Nischen mal abgesehen, den gesamten KI-Markt und so weiter beherrschen, die ganze Digitalisierung in der Hand haben? Das sind die USA und China. Warum ist Deutschland überhaupt kein ernstzunehmender Player in dieser ganzen Geschichte? Was ist da alles schiefgelaufen auf dem Weg dahin? Das ist die große Frage. Beispiel Fraunhofer-Institut, ne? Mhm. Die haben ja wesentlich den MP3-Player entwickelt. Ja. MP3. Und ich glaube, die kriegen alle Jahre immer noch Tantiemen für Patent und so weiter. Ein paar 10 Millionen, vielleicht sind es auch 100 Millionen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Geld. Und es steht dann in diesem Geschäftsbericht und so weiter. Und da ist man stolz drauf. Mhm. Aber jetzt überleg dir mal, was Apple aus dieser Technologie gemacht hat. Die haben damit Milliarden verdient. Der Unterschied ist einfach, am Ende gewinnt der, der die meisten Investoren anzieht, also die größten Investoren. Mhm. Es ist jetzt der Skalierungseffekt und diese Weltmachtstellung, die ist nur zu erreichen, indem du irrsinnig große Kapitalgeber findest. Mhm. Und das funktioniert in den USA anders als bei uns. Ja, also weil das Kapital der Welt quasi gewöhnt ist, an einem Ort wie beim Silicon Valley zu investieren und dort in die Firmen zu investieren, haben die diese enorme Möglichkeit, neue Produkte mit einer irrsinnigen Macht und einer Breite, so Skalierungseffekte auf den Markt zu bringen, was Deutschland so nicht hinkriegt. Und wir haben keinen europäisch vergleichbaren Kapitalpool oder sowas oder eine ähnliche Struktur aufbauen oder schaffen können. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Also bei uns fehlt es an Geld. Aber wenn du es mal anschaust, die allein technologisch, der Fortschritt, der Computer, der Menschen zum Mond gebracht hat, der war 100.000-mal leistungsschwächer als ein Prozessor heute in einem iPhone. Ja. Ein iPhone hat 100.000-mal mehr Prozessorleistung. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist unvorstellbar. Ja. Dafür haben sich Menschen auf den Höllentrip ihres Lebens eingelassen. Ja. Und gesagt, okay, egal, da gibt es ein sehr hohes Risiko. Ja. Und wenn der Rechner einmal absäuft, haben wir ein Problem. Das gesamte Risiko dieser Mondlandung war so enorm. Richtig, ja, die Wahrscheinlichkeit, nicht zurückzukommen, war viel größer. Ja, wirklich viel größer. Ja. So, und dieser Schock, das meine ich, der hat dazu geführt, dass plötzlich technologische Riesensprünge möglich waren. Ja. Nun könnte man ja sagen, all die großen Erfindungen, ChatGPT und so weiter, könnten ja auch einen Schock auslösen. Mhm. Aber was sie in erster Linie auslöst, ist eine andere Art von Schock. Das ist eine Angst vor einer Zukunft, wo man sich sagt, da will ich eigentlich irgendwann nicht mehr drin vorkommen. Ich will so einer vollautomatisierten Welt und so weiter, wo die Menschen abhängig sind von KI. Also es verbindet sich ja nicht uneingeschränkt mit positiven Visionen. Bei einigen Leuten ja, aber bei sehr vielen Leuten eben auch nicht. Und was wir ja eigentlich bräuchten, wären Bilder einer positiven Zukunft. Ja. Stattdessen, wir haben da ja schon mal drüber geredet, ne? Wenn wir an Klimawandel denken, dann versuchen wir uns nicht ein schönes Bild auszumalen. Wie ist denn das, wenn wir jetzt alles richtig machen, kriegen wir dann die Welt hin? Ja, sondern wir sehen eigentlich immer nur, der Zeiger klebt seit Ewigkeiten auf 5:12 und wahrscheinlich ist schon 5:12. So. Und das immer... Immer das Abgrund. Fällt in den immer Fatalismus. Abgrund. Der Fatalismus. Der Fatalismus, ja. Also, das ist so ein bisschen das Gefühl, die Geschichte der Menschheit ist eigentlich auserzählt. Mhm, genau das. Und zwar auf allen Ebenen. Genau. Und das war doch mal anders, Richard. Ich meine jetzt auch in der Philosophie auch. Es gab doch, wir haben doch wahnsinnig gelebt von Menschen, die Utopien entwickelt haben. Klar. An wen denkst du da? Ja, Thomas Morus würde man anfangen, weil da kommt der Begriff her. Also Thomas Morus war ein Engländer, ein tolles Phänomen. Er war Lordkanzler unter Heinrich dem VIII., also diesem vielschrötigen Brutalo-König. Der Frauen im Wesentlichen durch Enthauptung los wurde. So ist das, genau. Und der dann Ärger mit dem Papst hatte und dann mal kurz die anglikanische Kirche gegründet hat, seinen eigenen Verein aufgemacht und so. Ein Autokrat, wie er im Buche steht. Und dieser Thomas Morus war ein ganz fein gebildeter Humanist.
mit sehr viel Sinn für Humor auch. Mhm. Was übrigens unter Humanisten, ja, so lateinische Anspielungshumor, aber so ein genau. Humor, der so aus dem Volke kam oder so. Ja, das hatte Thomas Morus. Also ein richtiger Engländer durch und durch. Cum Caesar vidisset portum plenum esse. Den kennst du auch noch, ne? Nee, den kenn ich nicht. Den hatten wir im Lateinunterricht immer. Als Caesar sah, übersetzt, dass der Hafen voll war, ja, schiffte er daneben. Ah, okay. Das war so unser Penela-Humor. Ah, okay, ja, verstehe. Genau. Das meinst du doch, ne? Also genau, das war so der Humor von Erasmus von Rotterdam und den anderen Humanisten, genau. Ja, die also so köstliche Drollerien da verzapften. Ja. Aber Morus hat einfach mal gesagt, wir nehmen alle guten Ideen, mhm, und treiben die auf die Spitze, so mit zum Augenzwinkern. Mhm. Ja, und dann lässt er einen Seefahrer, Raphael Hytlodeus, griechisch übersetzt der Lügenerzähler, mhm, erzählen, dass er, das war ja die Zeit, Kolumbus hatte Amerika entdeckt. Amerigo Vespucci vermaß die Küste. Genau. Und jetzt konnte man natürlich sagen, ich als Seefahrer bin jetzt hier und da mhm gewesen und so weiter. Und da gibt es im fernen Südamerika, ist eine Raumutopie. Weißt du, die Welt war noch nicht bekannt. Genau. Man konnte sich also das Paradies noch irgendwo als bereits realisiert in der Welt erträumen. Wie schön. Ja, was ja heute nicht mehr geht. Aber ja, damals gab es halt so viele blinde Flecken. Und dann konnte man sagen, sei nennt ihn ja schon Lügenerzähler. Ne? Also der gebildete Zeitgenosse wusste, das ist ersponnen. Aber es hätte ja sein können. Und da ist eine Insel mit einer perfekten Gesellschaft drauf. Und da funktioniert alles. Und im Grunde genommen ist das sehr, sehr nahe an einer traumhaften, bürgerlichen, rechtsstaatlichen Republik. Und ich meine, müssen wir uns überlegen, jetzt Anfang des 16. Jahrhunderts, mhm, ja, als sowas irgendwo in Sicht war. Also und über hunderte von Jahren nicht realisiert. Also wie leben die Menschen auf dieser Insel? Was war die Utopie? Die Utopie ist also, es gibt kein Arm und kein Reich. Alle gleich. Alle haben ungefähr gleich viel, ohne gleich gemacht zu werden. Ja, aber sie haben, Eigentum hat seine zentrale Bedeutung verloren, mhm, für die Leute. Ja? Interessant. Die Häuser werden alle 10 Jahre getauscht. Wirklich? Ja, das wirklich. Und die sehen alle gleich aus, oder? Ja, also er hat sich so ein bisschen sieht das schon aus so wie Genossenschaftshäuser. Wie muss man sich das vorstellen? So. Aber wenn man überlegt, was es nachher alles für gruselige Gleichmacherei-Utopien gab, von dem Geist ist es eigentlich nicht beherrscht. Er hat gesagt, die materiellen Dinge, da müssen wir uns da nicht lange drum kümmern. Es gibt zum Beispiel keine Anwälte mehr, weil es gibt keinen Grund mehr, sich zu streiten. Streiten, ja. Eigentumsfragen, jeder hat genug. Ja, also die leben alle Mittelschichtsleben. Okay. Für die damalige Zeit, irre, der unvorstellbar. Ja, damals lebten 95% der Stadtgesellschaft in London, ja, in bitterster Armut, ja, und so weiter, waren Bauern in quasi Leibeigenschaft, ja, in England und so weiter und so weiter. Ja. Also so eine Mittelschichtsutopie. Jeder hat wirklich ausreichend und sowas. Woher kommt das Geld? Da hatten die Leute keine Angst vor der Gleichmacherei, weil jeder hätte ja viel mehr gehabt als die Leute, genau, als die Leute sonst hätten. Und woher kommt das Geld? Weil alle sehr gerne arbeiten, ja, und jeder nach seiner Befähigung arbeiten kann, ja. Also ein durch und durch positivistisches Menschenbild. Positives. Ja. Ja, genau. Und durch positives, ja, Menschenbild, was dahinter steht. Und da ist das alles also wirklich großartig, mhm, alles und so geregelt. Ja. Interessant. Und dafür hat man ihn auch nicht kürzer gemacht. Alle 10 Jahre das Haus. Ja, genau. Weißt du, das ist völlig verrückt. Also man passt ein bisschen aufeinander auf. Ja. Das war die Idee. Ja. Und man tauscht ein bisschen und, ja, hilft sich gegenseitig. Genau. Freundliche Nachbarn. So. Und man tauscht so. Operatives Arbeiten. Das hat, ja. Weißt du, wo diese Utopie tatsächlich, wo ich die erlebt habe? In Grönland. Okay. Ich habe das oft gehört, wenn in so einem kleinen Dorf, du hast eine kleine Holzhütte und dann bist du länger weg und dann kann sein, dass da ein anderer drin wohnt. Oh ja, okay. Und die hat dann einfach jemand genommen. Und das ist dann aber auch kein großes Problem. Mhm. Und stimmt das auch, dass wenn auch von der Jagd auf Frauen so familiär, so unter guten Freunden geteilt werden? Das ist auch so ein Klischee, das wir immer so mit uns rumschleppen. Das ist sozusagen, das ist ein ganz kompliziertes Ding. Du musst dir immer klar machen, ne, wir reden ja hier über winzige kleine Gemeinschaften, die vollkommen isoliert voneinander leben. Also wenn du die Polar-Inuit zum Beispiel nimmst in Nordgrönland, um in Thule, ja. Heute, die wurden ja dann umgesiedelt, weil die Amerikaner dort ihre Militärbasis aufbauen wollten, ins heutige Kanak. Ein schlechter Ort, weil windiger Ort. Es ist kein Platz, wie der alte es war. Und ist ehrlich gesagt ein ziemlich gottverlassener Ort. Da leben 700, 800, 900 Menschen. Und wenn du dann so abgeschieden lebst, früher waren das ja noch viel, 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 viel weniger,
dann ist natürlich die Frage, woher kommt das frische Blut irgendwann? Mhm. Das heißt, wenn dann irgendwie der eine Jäger von weit, weit weg mal zu Besuch kam und so weiter, dann passierten da Dinge, aber das folgte ganz strengen Regeln. Das hatte nichts mit Sodom und Gomorra und irgendwelchen Orgien zu tun. Aber und es so weiter. Gab dafür Regeln. Es gab ganz klare also Codes. Regeln. Tabu, das Wort Tabu wurde dann auch eingesetzt. Codes, Tabus, Dinge, die man nicht macht. Aber und eben so auch Dinge, die man macht, die nicht dem bürgerlichen Moralverständnis von Ehehygiene entsprechen. Das ist schön ausgedrückt. Ja. Das Interessante ist, das merkst du bis heute, wenn du in Grönland, auch in den kleinen Dörfern unterwegs bist, ist eher ein Material. Archat. Mhm. Es sind eher Frauen, die das Sagen haben. Die suchen, also wenn dann so ein attraktiver junger Mann wie du dann kommt in so ein kleines Dorf bis heute, würde ich sagen, da müsstest du damit rechnen, dass die eine oder andere Frau dir sehr klar zu verstehen gibt, dich finde ich gut. Und es könnte passieren, dass ihr Mann daneben sitzt und sagt, das ist kein Problem. Den finde ich in Ordnung. Genau. Der sieht mir ähnlich, der geht ja, und der geht nicht. Das ist ein netter Kerl. Okay. Das ist sehr interessant, das zu erleben. Das ist ja unter Utopisten immer ein großes Thema gewesen, wie die sexuelle Frage geregelt wird. Wusste ich nicht. Ja, also weil es gibt ja am Anfang diese Raumutopien, ne? Also wie Murus Utopia oder Tommaso Campanella, der Sonnenstaat. Mhm. Ja, da ist so ein Riesenarchitekturentwurf in so 7 Ringen. Ja, teilt sich die Stadt ein. Und das ist aber alles ziemlich so brutal, so jesuitenmäßig. Streng und so. Francis Bacon, Nova Atlantis, das ist so die Forschungsvision. Ne? Okay. Das ist das, wovon Peter Thiel im Silicon Valley träumt. Ja, eine eigene Insel, wo sich alles der Technik unterstellt. Ich glaube, da geht es vor allem um ein Steueroptimierungsmodell. Genau, da hat Bacon, glaube ich, noch nicht drüber nachgedacht. Aber da wird sozusagen dem technischen Fortschritt alles unterworfen. Und das Finanzamt kommt nicht hin. Na, am Anfang sind es die Raumutopien und dann kommen irgendwann die Zeitutopien. Das heißt also, wenn klar ist, die Welt ist weitgehend bekannt und solche Inseln gibt es nicht und so, dann verlagere ich den idealen Staat in die Zukunft. Und ich habe einmal schon mal davon gesprochen, aber es ist ein tolles Thema. Mhm. Also vor Marx gab es Charles Fourier. Mhm. Und Charles Fourier hat sich ideale menschliche Gemeinschaften ausgedacht. Er hat also ähnlich versucht wie die Inuits mit neuen Normen, Codes und so weiter. Ohne Sodom und Gomorra, aber ohne die menschliche Natur in irgendeiner Form zu vergewaltigen, zu beeinträchtigen. Mhm. Wie könnten ideale Gemeinschaften aussehen? Weil der hatte die Theorie für die damalige Zeit revolutionär. Wir reden jetzt so von 1800, 1810, 1820. Gesagt, das größte Problem ist doch letztlich, dass die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft ihre Triebe permanent unterdrücken müssen. Wir sind voller angestauter Leidenschaften, die wir nicht ausleben können. Und wenn der Mensch gegen seine Leidenschaften lebt, lebt er gegen seine Natur. Du lebst ein falsches Leben. Du lebst ein falsches Leben und was wirst du? Eifersüchtig, neidisch, schlecht gelaunt, ekliger Charakter. Um das zu verhindern, wenn jeder seine Leidenschaften so ausleben könnte, wie es ihm entspricht, dann wird der Deal ja aufgehen. Sicher. Also hat er sich überlegt, okay, aus dem griechischen Wort Phalanx, Schlachtreihe, ne, Geschlossenheit, und aus dem Gedanken des Klosters, hermetisch abgeriegelte Anlage, wo man miteinander klarkommen muss, entstehen die Phalansterien. Das ist ein Kunstwort. Mhm. Also aus Monasterie und aus Phalanx. Mhm. Das heißt, wo alle sozusagen aus dem gleichen Interesse, also Kommune, quasi. Ne? Genau. Und da werden die Leidenschaften so geregelt, dass also prinzipiell, es gibt keine bürgerliche Ehe in dem Sinne, es gibt eheähnliche Gemeinschaften und der Status wird signalisiert. Das heißt also, du hast den Status, ich bin auf der Suche, und jedem Abenteuer zugetan. Du hast den Status, ich bin gerade Mutter, muss mich in erster Linie um meine Kinder kümmern. Ja, und so gibt es sozusagen für jeden Status, du bist ein Code, sodass man weiß, dass Gleichgesinnte sich problemlos irgendwie treffen können. Also es ist im Grunde genommen Tinder ohne Digitalisierung. Einfach damit, Tinder ohne Smartphone. Ohne Smartphone, genau. Ja. Und sich also vorgestellt, dass das irgendwie so funktioniert. Und auch arbeiten, jeder nach seiner Neigung und zusammen und so weiter. Und dann hat er sich gedacht, das müsste man machen, so um mal so 1000, 1500 Leute in so eine Gemeinschaft. Und das wäre so überzeugend. Da würden sich alle anderen von überzeugen lassen. Und irgendwann würde ganz Frankreich und die ganze Welt aus Phalansterien bestehen. Und es gäbe keine Kriege mehr gegeneinander, weil es gibt nichts, was man erobern will. Jeder ist zufrieden mit dem, was er hat. Diese Phalansterien sehen pompös aus. Die sehen also jetzt nicht so, Morus sieht so bürgerlich aus, Genossenschaftshäuser. Bei ihm, die Phalansterien, hat er sich da was aufgemalt. Das sieht so aus wie im Jesuitenstaat in Paraguay. Also richtig so schnörkelige Barock, so ein klein Versailles für jedermann. Auch Reichtum, du kannst so viel anhäufen, wie du willst. Besitzen darfst du, wie viel du willst, aber du kannst nicht ausbeuten.
Okay. Ja, das heißt also, es gehört schon alles der Genossenschaft. Das ist ja die Marx-Idee eigentlich. Das war Marx dasselbe. Marx hatte null Problem mit Besitz und Eigentum. Ja, also er selber hat gerne eine teure Flasche Wein getrunken. Mhm. Und wenn er nicht abhängig gewesen wäre von Engels, er selber hatte ja eigentlich fast kein Geld verdient, der hätte prunkvoll gelebt. Ja, wäre dieser Salon-Marxist oder so gewesen, weißt du, der vom Sozialismus singt und dabei Champagner trinkt. Genau. Ja, genau. Da hat er null Probleme also, mit gehabt. Er hatte also nichts von Pol Pot oder von Mao oder irgendwie sowas. Also links predigen und rechts leben quasi. Nee, er hat gesagt, du kannst an Besitz alles anhäufen, du darfst es aber nicht auf Kosten anderer erwirtschaften, also durch die Arbeitsleistung anderer. Mhm. Der Marxismus war die Utopie, die Ausbeutung loszuwerden. Mhm. Und wenn man sich den jungen Marx anguckt, der ganz stark von diesem Charles Fourier geprägt war, okay, ja, und über den er nur schlecht geredet hat, wie über alle andere Konkurrenz. Ja, also die mussten alle erschossen werden. Mhm. Der nannte das utopischen Sozialismus. Okay. Was er selber machte, war wissenschaftlicher Sozialismus. Okay. Ja, das sollte keine Utopie sein. Marx mochte das Wort Utopie nicht. Ja. Aber als er zum ersten Mal mit Engels, da waren sie jung, ja, da träumten sie davon, ihr eigenes Ding aufzuziehen, sozusagen ihr philosophisches Start-up aufzuziehen. Mhm. Gesoffen wie die Löcher, ja, gut gelebt. Und in der Zeit haben sie zum ersten Mal definiert, was Kommunismus ist. Und da sagt Marx, Kommunismus ist, wenn ich morgens Schafe hüte, mittags fischen gehe und abends Bücher kritisiere. Ohne doch je Hirte, Fischer oder Kritiker werden zu müssen. Also ich muss nicht ein Leben lang dieselbe einförmige Tätigkeit machen wie in einer kapitalistischen Gesellschaft, sondern ich kann mich optimal selbst verwirklichen. Also jetzt würde ich sagen, ist doch dein Buchtitel, ne? Ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, das hat der Kapitalismus in den reichen Industriestaaten für die Jugend von heute relativ gut realisiert, indem er ihnen sagt, ihr müsst euch darauf einstellen, nicht ein Leben lang das Gleiche zu machen. Das stimmt. All die Jugend am Prenzlauer Berg, die in den von ihren Eltern finanzierten Häusern lebt, ich meine mit Jugend jetzt auch 30-Jährige und so weiter, mit kleinen Kindern, was machen die? Projekte? Ja, jetzt mal ein paar Jahre da und dann da und dann da. Das kommt der Utopie ja schon ziemlich nahe. Das ist wahr. Ja. Das ist übrigens interessant, da würden die jetzt antworten, ja, siehst du, das ist ja genau unser Problem, diese Unsicherheit, die da drin ist. Wir sind ja sozusagen die Generation Projekte. Wir haben ja gar keine Verlässlichkeit mehr. Das war ja bei euch anders und so weiter. Und ihr Boomer, ja, Boomer ist ja, also du bist gerade noch Boomer? Oder? Ich bin voll Boomer, 64, okay. der ich wollte schon sagen, auflagenstärkste Jahrgang. Wirklich, ja. Ne? Ja, ja. Kein 64 Jahrgang. War das absolute Highlight. Wie viele von euch gibt es? Also weiß ich oder nicht, gab es? Ich weiß es nicht, aber wir waren über zu viel. Vielleicht ich war mit 45 Kindern im ersten Schuljahr. Ich finde, heute in der 100. Ausgabe kann Lukas mal netterweise einen kleinen Faktencheck für uns nebenbei machen, Lukas. Ja. Guck mal, wie viel Prechts da draußen rumlaufen müssten ungefähr. Ja. Genau. Also der auflagenstärkste Jahrgang, das wart ihr, ja? Ja, genau. Ich bin, glaube ich, gerade schon offiziell raus. Du bist der Anfang des Pillenknicks. Ja, der kam danach. So fühle ich mich auch manchmal. Ja, genau. Der Anfang des Pillenknicks. Ja. Gut, jetzt muss man sagen, ich hatte diese Verzögerung ja durch meine Jugend in den Südtiroler Bergen. Natürlich. Bis das bei uns ankam, das hat noch ein bisschen gedauert. Wobei mein Vater, die waren 14 Kinder zu Hause. Mhm. 14 Kinder. Du beschreibst Südtirol wie den Mezzogiorno. Als wärst du irgendwo in Apulien oder Kalabrien groß geworden. Naja, ja, nein, aber das war... 14 das war, Kinder, bittere Armut, alles katholisch. Aber es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Es war wirklich nicht schlecht. Ja. Weil, und das ist eben der Punkt, wir hatten sozusagen eine Idee davon, da geht noch was. Mhm. Während die Generation, die da mit Projekten im Prenzlauer Berg sitzt, wie von dir gerade beschrieben, die hat das Gefühl, da geht nichts mehr. Aber was willst du denn? Ich meine, entweder du hast diese Freiheit. Ja. Höre gerade, es gibt von euch gibt es 1,36 Millionen. 1,36, also ungefähr so viel wie Einwohner in München. Ist ja unvorstellbar. Ja. Wahnsinn. Also München hat nur ihr voll gemacht. Genau. Also wenn man alle in meinem Alter nehmen würde, wäre München komplett gefüllt. Ja. Darunter mit Rainer Langhans, Kommune 1. Ja. Nein, aber jetzt ist es ja, muss man ja fragen, was willst du eigentlich? Also heute hast du, die Unsicherheit ist ja nur deswegen größer, weil die Freiheit größer ist. Und wir haben doch immer mehr dafür gekämpft, in dieser Gesellschaft Freiheitsspielräume zu erweitern. Und du musst nicht dein Leben lang die gleiche Arbeit mehr machen. Es ist ein legitimer Gesellschaftsentwurf, es nicht zu tun. Richard, einerseits ist das doch ein großer Zugewinn, den man nicht missen will. Genau. Aber keine Rose ohne Dorn. Dann musst du halt mit einer größeren Unsicherheit leben. Aber das meine ich, Richard. Wann ist uns das abhanden gekommen? Wir reden ja im Kern ja jetzt auch nie, Utopie klingt so hochtrabend. Wir reden ja eigentlich über den Blick aufs Leben, auch über Zuversicht. Darüber reden
reden wir doch eigentlich. Ne? Mhm. Wann ist uns sozusagen dieser Optimismus abhanden gekommen, wird schon werden? Ich habe neulich Arnold Schwarzenegger zugehört. Mhm. Der, das fand ich total gut, auf die Frage, hatten Sie jemals eigentlich einen Plan B, sagte, ich hasse Plan B. Mhm. Und ich hatte nie einen Plan B und hat er genau erklärt, warum Plan B für ihn nie ein Thema war. Weil er meinte, wenn du anfängst, über Plan B nachzudenken, dann hast du keinen richtigen Fokus mehr auf Plan A. Ja. Und ein bisschen ist das deine Geschichte. Du hast auch alles auf deine Karte, auf eine Karte gesetzt. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich einen Plan A hatte. Also ich würde sagen, ich hatte eine ungefähre Vorstellung, wo ich meinte, wo meine Talente liegen, als ich 18 oder 19 war. Ja. Und das hat ausgeschlossen, dass ich zu einer Bank gegangen bin oder zur Stadtverwaltung oder wo auch immer hin. Ne? Und so einen richtigen Plan, so strategisch gehe ich das jetzt an und dann baue ich hier mal das auf, ne, und so weiter. Das hatte ich eigentlich auch. Aber das ist, glaube ich, das, was er meint. Er meinte einfach nur sozusagen der Wille, jetzt was zu wollen. Wie genau, weiß ich nicht. Und Plan B, was soll Plan B? Ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll. Sondern wirklich, und das setzt es ja voraus, voller Zuversicht und Optimismus rein in Plan A. Ich habe ein anderes Beispiel für dich aus der Welt der Technik, ja. Als du erinnerst dich, das menschliche Genom, das war so um die 90er Jahre herum, ja 90 glaube ich sogar, wurde sozusagen überlegt, wie können wir das menschliche Genom komplett entschlüsseln? Das Human Genome Project. Genau. Ja. Craig Venter. Genau, richtig. Wie lange wird das dauern? Mhm. Und ich das kam so um 2000, 2001. Ja, pass auf, sehr interessant. Und dann wurde 1990 gesagt, schaffen wir nicht, weil frühestens 2005 und so weiter, weil die Rechner, die Rechenleistung, die wir jetzt haben, wir bräuchten 1000-mal mehr Rechenleistung, um überhaupt bis 2005 fertig zu werden. Das war das Einfachste fertig von der Welt. Fertig waren wir 2002. Ja, drei genau. Jahre. Das Einfachste von der Welt war die Steigerung der Rechenleistung. So, das heißt, also wir hatten klar vor Augen, wird nicht funktionieren. Ein bisschen wie die Situation jetzt, was wir eingangs besprochen haben. Mhm. Geht nicht, geht auch alles nicht. Mhm. Und die haben sich einfach an die Arbeit gemacht und plötzlich war es drei Jahre früher fertig. Das stimmt. Man kann mal sagen, Technik hat es auch einfach, weil sie einfache Probleme löst. Mhm. Die Probleme, die wir heute haben, die gehen nicht weg dadurch, dass einer eine gute Idee hat und dann realisieren wir das und dann zack, smarte Lösung und weg ist es. Sondern im Grunde genommen verschieben wir Probleme. Wir lösen ein Problem, aber immer auf Kosten dessen, dass neue Probleme entstehen. Mhm. Und da hat sich dieser Fatalismus irgendwie eingeschlichen, dass die Probleme, vor denen wir heute stehen, und das ist der Unterschied zu früher, zu groß sind. In den 50er, 60er, 70er Jahren gab es ja auch Probleme. Ein neues Rentensystem musste geschaffen werden. Deutschland musste seine Wirtschaftsperspektive erst nach Westen ausbreiten, dann Ostverträge nach Osten, brauchte also neue Räume, importieren, exportieren. So, dann gesellschaftliche Probleme wie die 68er-Geschichte, dass die katholische Sexualmoral, die an die Stelle des Hakenkreuzes getreten war, ne? Also das christliche Kreuz ersetzte das Hakenkreuz als Chefideologie und gab den jungen Leuten eigentlich keine Luft zum Atmen mehr. Mhm. Ne, das war ein sich anstauendes gesellschaftliches Problem. So, und dafür brauchte man nicht, wie Rudi Dutschke meinte, eine Weltrevolution, ja, sondern mehr sexuelle Freiheit, mehr Rechte für die Frauen, Bürgerrechts. Bereich wurde erweitert und dann ging das wieder. Aber alles dann lief das Ganze alles wieder. Utopien, alles aber alles große Sachen, die man innerhalb von Deutschland realisieren konnte und die in den anderen westlichen Ländern auch national geregelt werden konnten. Mhm. Übrigens überall zur selben Zeit dieselben Sachen. Ne, also das, was das Problem mit der Jugend, was es in Deutschland gab, oder umgekehrt, das Problem der Jugend mit den Nazi-Vätern auf der anderen Seite, das gab es auf ähnliche Formen, auch wenn die Väter keine Nazis waren, in den anderen Ländern auch. Das war der klassische Generationenkonflikt der damaligen Zeit. Ne? Das waren aber alles, da konnte man als Politiker noch, und daher rührt wahrscheinlich auch die Größe der Willy Brandts und so weiter, auf nationaler Ebene noch halbwegs deichseln. Mhm. Aber die Dinge, vor denen wir jetzt stehen, also die ökologische Geschichte, zweite Maschinenseite, ich sag nicht, man kann gar nichts machen, aber dieses Gefühl der Ohnmächtigkeit gegenüber dem Problem, das ist was Neues. Ich verstehe den Gedanken und du hast auch total recht. Ich will aber trotzdem noch mal sagen, nur ein anderes kleines Beispiel anführen. Schau dir mal den Zustand der deutschen Autoindustrie an. Wir sind, also gerade dieser Tage mich mal mit Audi beschäftigt. Audi hat ein einziges, ich glaube der Q4 ist es, wirklich erfolgreiches E-Auto im chinesischen Markt und deswegen dort ein riesiges Problem.
Also das Problem von Audi als Marke ist nicht, dass sie nicht tolle Autos im Programm hätten. Das Problem ist, dass sie nur ein richtig gut akzeptiertes E-Auto in China verkaufen. Mhm. Das ist deren Problem. Das heißt, wo die Reise dahin geht, dass wir das gestalten müssen, dass es ganz klar in Richtung E-Mobilität geht, wenn du als Autokonzern erfolgreich bist, das ist alles völlig klar. Mir fällt dann immer Henry Ford ein. Ja. Henry Ford, das legendäre Modell T. Ja, der T-Ford. Genau, ja. Das erste Auto, das vom Fließband gekommen ist. Das Vorgängermodell, ich habe das mal angesehen, das Modell S, glaube ich. Ja. Lustigerweise Model S, ne? Denkst an Tesla. Das Modell S war kein anderes Auto. Es war das exakt gleiche Auto. Ja. Der einzige Unterschied war, das Modell T, also das baust du plötzlich am Fließband. Und plötzlich senkst du den Preis von, ich glaube, 700 oder 800 Dollar. Was damals viel, viel mehr war. Genau, runter auf 350. Ja, genau. Also halbiert. Das war der Erfolg. Das war die Vision. Das war das ganze Ding. Mhm. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, welche Diskussionen wir aber führen, Beharrungskräfte da sind, die sagen, immer weitermachen, weiter. Bloß nicht aber in die neue Technologie. Wenn wir über Utopien reden und Automobilindustrie. Ja. Ne? Was ist denn eigentlich die Utopie? Dass wir in der Lage sind, E-Autos eines Tages so günstig zu bauen, eines schnellen Tages wie die Chinesen jetzt? Ich würde sagen, erstmal Oder besteht die Utopie, die Automobilindustrie nicht mehr zu subventionieren und etwas anderes zu finden, was an die Stelle des Autos tritt? Denn beim Bergbau haben wir viel, viel zu lange. Ich meine, man darf sich gar nicht vorstellen, was da alles an Geld reingegangen ist. Das hätten wir damals mal alles schön in die erneuerbaren Energien stecken sollen. Stimmt. Also die Frage ist, versuchen wir hier einen toten Gaul durchs Ziel zu reiten? Müssen wir nicht rechtzeitig sozusagen fragen, was wird denn, ja, wenn die Zeit des deutschen Automobils möglicherweise vorbei ist, was wird denn dann die neue Schlüsselindustrie aus Deutschland sein? Und was können wir jetzt aufbauen? Genau, nichts weniger als das steht gerade zur Debatte. Ich würde sagen, dass das zur Debatte steht, weil ich meine, die Vorstellung, dass wir in China 40% der Autos verkaufen in China, nicht mehr konkurrenzfähig sind und dass die Chinesen mit sehr, sehr günstig produzierten und sehr guten E-Autos den Weltmarkt überschwemmen. Das ist ja nun nicht irgendwas, was man böse irgendwo dran malt, sondern etwas, was ganz unmittelbar vor der Haustür steht. Mhm. BYD hat gerade die Marktführerschaft von VW insgesamt übernommen. Einen guten Grund, warum es in 10 Jahren noch eine deutsche Automobilindustrie, die international konkurrenzfähig ist, geben sollte. Naja, das meine ich doch. Also wir leisten uns dann ständig so abseitige Debatten. Ja? Wir pumpen das dann auf zu einem Riesending, zu einer Glaubensfrage, ob wir jetzt elektrisch oder mit Verbrenner fahren und sehen aber dabei zu, wie woanders diese Zukunft einfach schlicht und ergreifend gestaltet wird. Ja. Die wird einfach gelebt, gemacht. Die leisten sich nicht 20.000 Schleifen extra, um nochmal darüber zu diskutieren, warum dann doch der Verbrenner das coole Ding ist. Mhm. Das kann man alles betrauern und es ist auch alles nicht schön, wenn da jetzt so eine super ausgereifte Technologie zu Ende geht. Die Deutschen hängen aus emotional nachvollziehbaren Gründen an ihrer glorreichen Vergangenheit. Das ist aber die Vergangenheit. Ich meine damit die Vergangenheit seit den 50er Jahren, also die Wirtschaftswunder, Vergangenheit und so weiter, das Zeitalter des deutschen Ingenieurs. Ja, wir waren dann nicht mehr militärisch die große Macht, aber wir wurden wirtschaftlich in kürzester Zeit eine Weltmacht. Und deswegen ist das Auto ist der Mythos der Deutschen seit 45. Ja, und deswegen macht sich daran auch so viel fest. Richtig. Und du kannst daran so viel ablesen, auch über diese Beharrungskräfte, ne, die es da immer weiter gibt. Und abschließend gefragt, Richard, ich meine, du tauschst dich ja nun auch viel aus mit Leuten aus der Wirtschaft und so weiter. Hast du das Gefühl, dass dieses neue, andere Denken, das wir jetzt dringend brauchen, dieses wieder Verliebtsein ins Gelingen und ins Gestalten, dass das langsam sozusagen sich auch gesellschaftlich wirklich Bahn bricht? Oder werden wir noch in 10 Jahren Verbrenner erhalten, plakatieren? Tja. Ohne, dass ich was gegen den Verbrenner habe. Ja, ich sag nur. Du hast jetzt eigentlich eine listige Frage gestellt, weil erst hast du gesagt, viele Kontakte in die Wirtschaft. Was die Wirtschaft anbelangt, würde ich sagen, es gibt natürlich beides. Ne? Es gibt große Firmen, Lobbys und Bremser. Aber es gibt auf der anderen Seite, gerade durch die Kreativität des Mittelstandes, die ja nicht über Nacht verloren gegangen ist, die ja immer noch da ist, all die Hidden Champions, die wir haben und so weiter. Also diesen Optimismus und diesen Aufbruchsgeist, den haben wir in unserer Mittelstandskultur, auch bei einigen wenigen größeren Unternehmen, haben wir das. Wir haben ihn viel, viel weniger in der Politik. Und das liegt daran, dass die Politik das gebranntere Kind ist.
aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Mhm. Wenn du als Visionär auftrittst, wenn du eine Firma führst, passiert dir nichts. Dann werden die Leute im Zweifelsfall sagen, hier, da haben wir doch mal, wir haben doch auch Visionäre und so weiter. Aber eben als Politiker bedeutet Visionär zu sein, Dinge anders zu sehen, als sie bislang mehrheitlich gesehen wurden. Und auf der Ebene ist der Angststillstand riesengroß. Mhm. Der ist nicht in der Wirtschaft so groß, er ist in der Politik so groß. Und die spannende Frage wäre, und das würde ich dich ja gerne mal fragen, ja, wenn ein Ruck durch die Politik gehen muss, ja, im Hinblick an mehr an sich zu glauben, mehr zu wagen und was weiß ich was. Was glaubst du, könnte man tun? Oder welche konstruktive Rolle könnten die Medien spielen? Weil das spielt natürlich eine Rolle, ne? Die Angst, von Medien angefeindet zu werden. Klar. Ich glaube tatsächlich, dass wir das A viel mehr einfordern müssen, auch so im direkten Gespräch. Also Leute dann auch wirklich zu fragen, okay, sie haben uns jetzt sehr wortreich erklärt, wogegen sie sind, aber sagen sie uns bitte immer, wofür sie sind. Das versuche ich auch immer wieder. Und das könnt ist ihr auch nicht mal probeweise so in der Sendung machen, eine reine Wofür-Sendung, wo das Wort nicht fallen darf? Genau. Und das andere ist natürlich, ich glaube schon, dass wir einfach hart dran arbeiten müssen, sozusagen dieses Ressentiment nicht zum Programm werden zu lassen. Ja, das ist von politischer Seite die Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es, und darum bemühe ich mich zumindest immer nach dem, was ich darunter verstehe, das immer wieder zu entschlüsseln und zu dekodieren und sozusagen in dem Punkt die Floskel und die Stanze einfach einzutreten, weil man nicht durchgehen lassen kann, dass Leute mit solchen Allgemeinplätzen dann einfach so davonkommen. So, mit dieser, pass auf, sag doch mal konkret, was du meinst. Ganz genau, was ist deine Quelle und wo willst du eigentlich hin? Und wenn wir das systematisch machen, dann habe ich schon das Gefühl, dann bewegt sich da auch immer mal was. Und hast du, ich habe ja häufig dieses Gefühl, wir hatten jetzt einige Jahre, die für die Utopie gar nicht so schlecht waren. Ne? Wir haben ja in Lüneburg manchmal im Jahres-, manchmal Zweijahresrhythmus Utopiekonferenzen gemacht. Und es ist interessant, wie viele Leute mit interessanten Ideen für die Zukunft kommen. Natürlich ist vieles unausgegoren. Aber am Ende, ja, und sei es ein homöopathischer Teil, der von dieser Idee, der kann immer noch die halbe Welt verändern. Das geht natürlich oft nicht so einfach, wie sich die Urheber von Utopien das vorstellen. Viele wissen das ja auch. Ja, aber ein richtig guter, starker Gedanke, wenn der sich auch nur zu 10% am Ende realisiert, kann sehr viel gewonnen sein. Richtig. Und ich habe jetzt leider seit dem russischen Überfall auf die Ukraine so das Gefühl, wir kommen in so eine Restaurationszeit rein. So eine ganz schlechte Zeit für Utopien. Ne, dass so die Gespenster von früher kommen zurück, Territorialkriege und so alles Sachen, wo wir gesagt haben, die haben nun wirklich im Global Village Inflation. Des 21. Jahrhunderts. Inflation ist völlig retro. Also Kriege gehören nicht mehr in unsere Welt, Inflation darf nicht mehr in unsere Welt gehören. Auch viele andere Sachen, dass man also mit dem billigen Ressentiment noch punktet und so weiter, kann auch so einer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr gehen. Plötzlich das Gefühl, so alles geht so rückwärts. Und wie fängt man das ab? Ja, und vielleicht kriegt Richard, den Schwung wieder in die andere Richtung rein. Vielleicht letzter Gedanke ist es die Idee dieses Sozialexperiments, das irgendwann mal in London gegeben hat. Also sozusagen nicht die ganze Zeit Leuten von oben nach unten so paternalistisch zu sagen, pass auf, wir wissen genau, was gut ist für euch, ihr Dummerchen, sondern den Leuten selber mehr zuzumuten, diese Kraft, die Kreativität, die in jedem von uns letzten Endes steckt, wirklich wieder zu aktivieren. Es gab ein interessantes Experiment, 13 Obdachlose, schwierige Typen, die das ganze Jahr nur für Stress gesorgt haben, Behörden beschäftigt haben, die Polizei beschäftigt haben, die Justiz beschäftigt haben. Man hat mal ausgerechnet, allein diese 13 Leute haben den Staat damals an die 450.000 Pfund pro Jahr gekostet. Und dann radikaler Schnitt, sagen wir, pass auf, wir geben euch jetzt einfach 3.000 Pfund, jedem von euch, stellen wir euch zur Verfügung. Macht damit, was immer ihr wollt und alles andere stellen wir ein. Wir kümmern uns darum nicht mehr. Quasi bedingungsloses Grundeinkommen. Das große, überraschende Ergebnis ist, dass das funktioniert hat. Für einen großen Teil von diesen Leuten, die dann wieder anfingen, ihre Familien zu besuchen, die anfingen plötzlich wieder in eine Arbeit zu kommen, die interessanterweise mit diesen 3.000 Pfund, die sie dann zur Verfügung hatten, noch sehr, sehr sparsam umgegangen sind. Ne, wenn du auf der Straße lebst, dann weißt du, wo du Geld sparen kannst und überlegst dir ganz genau, wofür du Geld ausgibst und wofür nicht.
also die Lehre daraus, das klingt wie so ein schönes, romantisches Experiment und am Ende sind alle glücklich. Aber die Lehre daraus ist, ich glaube, wir sollten manchmal ein bisschen mehr uns gegenseitig, also auch die Politik ihren Bürgern vertrauen. Vertrauen. Jetzt könnte man ja auch noch ein originelles Gedankenexperiment sagen und sagen, das Parlament in Deutschland verpflichtet sich dazu, ein halbes Jahr lang kein Nicht zu gebrauchen. Ja, also dem politischen Gegner nicht zu sagen, was er nicht tun soll, sondern quasi nur positive Aussagen darüber, was man will, zu machen. Dann wird es für die AfD eng. Das vielleicht ist die einzige Möglichkeit, die Partei noch zu entzaubern. Möglicherweise, ja. Guter Gedanke. Mhm. Vielleicht können wir uns auf sowas mal einigen. Ich schlage es demnächst mal vor, Richard. Mach das. Ja. Danke dir sehr. Ich dir auch. 100. Ausgabe. Vielen Dank bis hierhin. Ja, bis hierhin. Und auf 100 weitere. Ja, gerne. Danke dir. Ciao. Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.